herzlich willkommen hier in Köln, wenn auch nur auf dem Bildschirm, aber es ist fast, als säßen Sie zwischen uns. Und herzlich willkommen auch an das Publikum von mir. Und zum Ablauf, es ist tatsächlich so, Sie müssen jetzt ein bisschen auch noch mir zuhören, leider. Ich muss nämlich, für mich ist es auch ein sehr besonderer Abend und ich muss auch noch ein bisschen von meiner Erfahrung mit den Büchern Sheila Hetys erzählen, bevor wir endlich zur Lecture kommen. Im Anschluss werden wir dann das Gespräch führen und wie gesagt, es gibt Raum auch für Ihre Fragen. Für mich ist heute ein ganz besonderer Abend, für uns alle, aber für mich insbesondere, denn ich werde zum ersten Mal mit Sheila Hety sprechen dürfen, einer Autorin, mit der ich seit vielen Jahren eine literarische Freundschaft pflege, wovon Sheila Hety gar nichts weiß. Es ist eine sehr einseitige literarische Freundschaft, von der bisher auch nur ich profitiert habe, das aber dafür umso gründlicher, denn Sheila Hety ist eine der Autorinnen, die mir beigebracht haben, wie frei ich beim Schreiben sein kann, dass niemand außer mir selbst bestimmt, welche Grenzen ich mir beim Schreiben setze, dass ich alles ausprobieren und sagen und diesen unbegrenzten Möglichkeiten der Kunst, die manchmal schwindelerregend und angsteinflößend sind, trotzdem furchtlos begegnen kann, weil Schriftstellerinnen wie Sie es mir vorgemacht haben. Vielleicht irre ich mich, aber ich halte Sheila Hety für eine mutige Frau. Und ich verehre sie nicht dafür, dass sie so anders, so unerreichbar erscheint, sondern dass sie es wagt, wie ich zu sein, ohne sich dafür zu schämen. Bücher von Sheila Hety zu lesen, so empfinde ich es, ist wie eine Übung in Selbstliebe. Doch nicht nur dafür sind ihre Bücher Bestseller geworden. Ich habe zwei, eins auf Deutsch, das kennen Sie wahrscheinlich, wurde ja auch angesprochen, Wie sollten wir sein, How should a person be, von 2014, auf Deutsch, ich glaube im Original schon 2011 und die englische Version von Motherhood habe ich dabei. Ihre Bücher sind internationale Bestseller und die New York Times kürte sie zu den 15 bedeutendsten Frauen, die bestimmen, wie wir im 21. Jahrhundert Literatur lesen und schreiben werden. Und auch ich schätze mich sehr glücklich, sie zu meinen literarischen Freundinnen zu zählen, obwohl ich die Freundschaft, die ihre Bücher mir angetragen haben, davon erstmal gar nichts wissen wollte und mich bei unserer ersten Begegnung furchtbar dumm angestellt habe. Und das möchte ich Ihnen noch ganz kurz erzählen. Es war nämlich so, ich habe an jenem Roman Frühlingserwachen, der eben erwähnt wurde, gerade zu arbeiten begonnen, mein zweiter Roman, und ich saß mit einem Freund in einem Leipziger Café. Ich wohne ja in Leipzig. Es war der Tag, bevor ich ein Aufenthaltsstipendium mit diesem Roman antreten wollte und der Freund Bradley Schmidt, ein US-Amerikaner, der als Übersetzer in Leipzig lebt, wollte wissen, woran ich denn während meines Stipendiums arbeiten würde. An etwas Neuem, sagte ich dann, und war überzeugt, tatsächlich etwas ganz Neues zu schreiben. Und er wollte wissen, worüber, nämlich über das Leben von Isabel Lehn. Es hatte noch nie irgendwer über das Leben von Isabel Lehn geschrieben. Insofern war das wirklich was völlig Neues. Und er war aber nicht ganz davon überzeugt, ob dieses Leben denn spannend genug sein würde, einen ganzen Roman zu füllen. Auf jeden Fall, sagte ich damals, was natürlich reine Selbstironie war und gleichzeitig aber auch die ehrlichste Antwort, die ich darauf hatte. Wenn das so ist, sagte mein Freund Brad, dann musst du etwas lesen. Er wollte mir ein Buch ausleihen, also habe ich ihn an diesem Tag nach Hause begleitet, wo er aus seiner riesigen Bücherwand ein Buch von einer gewissen Sheila Hety zog. How should a person be? Ja, und ich nahm dieses Buch mit und fing an zu lesen und war erstmal völlig entgeistert und konsterniert. Wie wagte sie das? Wie konnte sie nur? Was erlaubte sie sich? Sheila Hety ging so viel weiter, als ich es mir zugetraut hätte. Sie schrieb das Unsagbare und war dabei so spielerisch, leichtfertig, ernsthaft, klug, kunstvoll, zudringlich und albern zugleich, dass es manchmal schmerzte und ich das Buch trotzdem nicht mehr aus der Hand legen konnte. Wer hatte ihr erlaubt, so zu schreiben? Und wer sollte mich nach diesem Buch noch für ein Genie oder auch nur für radikal halten, fragte ich mich. Ich wäre gern die Freundin dieser Frau gewesen, die so unglaublich schön über Freundschaft schrieb. Und zugleich hoffte ich, dass ihr Buch bei uns niemand lesen würde, außer vielleicht ein paar amerikanische Übersetzer, die das dann in ihren riesigen Bücherregalen verschwinden lassen. Wie dumm ich damals war und wie tief verwurzelt in einer Logik der Konkurrenz ich gedacht haben muss,
von der ich mein Fortkommen abhängig machte. Sheila Hethi hat mich eines Besseren belehrt. Natürlich kann man ihre Bücher nicht nicht lesen. Das hat auch das deutsche Publikum längst begriffen. Und an ihrem unglaublich vielfältigen Werk, das zwischen Kunstsparten und Gattungen changiert, kommt niemand vorbei. Zwei ihrer Bücher habe ich Ihnen eben gezeigt. Dem Charme ihres Denkens kann man sich nicht entziehen. Und heute bin ich ihr dankbar für die Freundschaft, die ihre Bücher mir bedeuten, die mir und anderen Autorinnen Wege geebnet haben. Ich bin dankbar, dass sie mir immer einen Schritt voraus zu sein schienen im Leben, im Denken und im Schreiben. Denn das hat es mir nicht schwerer, sondern leichter gemacht, etwas Eigenes zu schaffen. Und heute glaube ich nicht mehr an den einsamen Kampf, den Schriftstellerinnen führen müssen. Ich glaube nicht an eine notwendige Konkurrenz unter Autorinnen, sondern an gegenseitige Unterstützung und einen Austausch unter Künstlerinnen, wie Sheila Hethi ihn in ihren Büchern beschreibt. Es könnte für mich also keine passendere Stimme geben als ihre, um auf diesem Festival unter der Überschrift Insert Female Artist zu sprechen. Ich freue mich unglaublich, Sheila Hethi jetzt zu hören mit ihrem Talk und wünsche uns allen, Ihnen und auch mir, viel Vergnügen damit. Sheila Hethi.
Vielen Dank, Sheila Hethi, für diesen Vortrag. Nicht, dass Sie sich wundern, ich versuche, wenn ich mit ihr spreche, in die Kamera zu gucken und wenn sie antwortet, darf ich sie ansehen. Okay. Ich habe mich so gefreut, als ich diesen Vortrag schon ein paar Tage vorab gelesen habe, wie Sie über Kreise schreiben und das in Kreisen auch tun, die sich ausbreiten, aber immer wieder miteinander verbinden und sich überlagern und Schnittmengen haben, sich berühren und sich letztlich schließen. Ich fand es wirklich wunderschön und vor allem haben Sie so viel gesagt und enthalten in diesem Text, was mir auch an Ihren Büchern so viel bedeutet, nämlich diese radikale Freiheit, bei sich selbst zu bleiben und die eigene Wahrheit zu schreiben oder auch die eigenen Regeln des Spiels für sich zu finden. Und vielleicht als Frau gar nicht so hart arbeiten zu müssen, wie man es mal gelernt hat, sondern die härteste Arbeit ist vielleicht, sich nicht zu verbiegen und nicht das Spiel der anderen zu spielen, bei dem man nur scheitern kann. Ich habe ja schon gesagt, dass ich das Gefühl hatte, Sie sind mir in Ihren Erkenntnissen und Erfahrungen immer einen kleinen Schritt voraus. Und das würde mich jetzt wirklich interessieren. Wann, an welchem Punkt in Ihrer Karriere, in Ihrer Laufbahn, haben Sie diese Erfahrung so stark gemacht, dass Sie nicht mehr anders schreiben konnten und dass Sie wussten, alles andere wäre Betrug an den eigenen Möglichkeiten, an der eigenen Kunst? Gibt es da einen Punkt oder eine Erfahrung oder war das eher ein schleichender Prozess? Vielen Dank. Ja, über Erwartungen würde ich auch gerne nachher noch mit Ihnen sprechen, auch gerade über Erwartungen, denen sich weibliche Künstlerinnen, Autorinnen vielleicht vorschnell auch manchmal unterwerfen. Aber erstmal bin ich ganz erleichtert über Ihre Antwort, weil ich dachte, dass jede Art von Erkenntnis, wie frei man ist, vielleicht mit Scham, Demütigung, Schmerz und Scheitern einhergehen muss. Da bin ich vielleicht auch der Autofiktion aufgesessen und habe zu sehr an Sheila im Buch gedacht, in How Should a Person Be, die eine sehr demütigende Erfahrung macht, die für sie der Wendepunkt in ihrem Verhalten ist. Sie entblößt sich vor anderen, um ihrem Freund Israel zu gefallen und fühlt sich sehr beschämt, beschmutzt und realisiert dann, dass es fast eine Art Missbrauch ist, den sie an sich selbst begeht, wenn sie nur nach den Regeln anderer lebt, nach den Erwartungen und Vorstellungen anderer und nach fremden Maßstäben handelt. Deshalb wäre meine Frage, glauben Sie, dass die Erfahrung von Freiheit immer um den Preis erkauft werden muss, erstmal viel zu verlieren oder das Gefühl zu haben, schlimmer kann es nicht mehr werden? Braucht es die Erfahrung des Scheiterns und der Scham oder ist das auch leichter zu haben?
Das klingt schön. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie keine Regeln mehr haben zum Festhalten, auch wenn das ja sehr, sehr furchteinflößend sein kann. Aber ich musste an eine eigene Erfahrung denken. Mein erster Roman ist nicht veröffentlicht worden, mein erstes Romanmanuskript, an dem ich lange gearbeitet habe, noch während des Studiums. Und ich dachte, ich hätte alles richtig gemacht. Ich hätte Wissen angehäuft, mir Ratschläge eingeholt, hart gearbeitet, Netzwerke aufgebaut, all das. Und dann ist er nicht veröffentlicht worden. Und ich dachte, du wirst nie veröffentlicht, denn du hast ja jetzt schon alles richtig gemacht. Was willst du noch besser machen? Und dann in diesem Moment, in dem ich mich so geschämt habe, habe ich gemerkt, ich bin eigentlich frei zu schreiben, was ich will. Denn scheitern kann ich sowieso, wie Giotto eben bewiesen hat, er malt nur den Kreis und alle anderen haben sich angestrengt und in dem Moment ist mir klar geworden, ich muss mich vielleicht gar nicht anstrengen, wenn ich schon scheitern kann, dann kann ich unterwegs, auf dem Weg dorthin auch Spaß haben. Und genau das habe ich daran habe ich mich erinnert, als ich den Vortrag gelesen habe, an diese Art von Freiheit, aber es ist natürlich auch schön, wenn man einfach aus Arbeitsprozessen das lernt und nicht nur aus den demütigenden Erfahrungen. Ich musste auch dran denken, in How Should a Person Be malen Sie ja auch, gibt es ja auch den Bad Picture Contest oder sowas, den Wettbewerb, das hässlichste Bild zu malen, mit dem sich alle sehr schwer tun, weil wir eben, ja, es kostet ja auch sehr viel Überwindung, diese Art von Schwäche von sich zu zeigen und zuzugeben und die hässlichen Seiten. Aber zu einem anderen Thema, Ihre Bücher und auch Ihr Vortrag hat wieder das Thema Freundschaft aufgegriffen. Freundschaft zwischen Künstlerinnen, zwischen Frauen sind ein großes Thema bei Ihnen. Ich habe mich gefragt, was wären denn Wege, das Spiel zum eigenen zu machen, gerade auch für Künstlerinnen? Ist vielleicht Freundschaft die Antwort, die Sie darauf finden? Oder welche Erfahrungen oder auch Beispiele könnten Sie uns nennen, welche Möglichkeiten es gibt, nicht nur im Schreiben, sondern vielleicht auch im Wettbewerb oder im Leben mit dem Schreiben? Das klingt sehr konstruktiv und ist auf jeden Fall ein Beispiel, wie ich es mir erhofft habe. Vielen Dank. Genau, Sie haben eben schon über Erwartungen gesprochen, denen viele Künstlerinnen sich vielleicht gerade auch aussetzen. Erwartungen an ihre Literatur, die vielleicht schreibend antizipiert werden. Ja, Möglichkeiten, die ausgelassen werden oder Entscheidungen, die in Texten getroffen werden, die gar nicht die eigenen sind, sondern die darauf beruhen, was vermeintlich jetzt das Richtige wäre.
Glauben Sie, dass gerade Schriftstellerinnen vielleicht auch selbst mitverantwortlich sind für die Grenzen, auf die sie beim Schreiben stoßen, indem sie sie in ihrer Arbeit vorwegnehmen? Für Erwartungen, Klischees haben wir ja wahrscheinlich ein sehr gutes Gespür, aber limitieren die uns oder lassen wir uns davon limitieren nach dem Motto, die Regeln sind zwar falsch, aber ich muss irgendwie nach ihnen spielen? Aber dann vielleicht mal die Frage nach der Autofiktion. Das ist ja eigentlich das Gegenteil zu der Frau, die ihr Gesicht verbirgt. Oder vielleicht ist es sogar das Verbergen des eigenen Gesichts mit anderen Mitteln. Ich weiß es nicht. Ihre Heldinnen oder auch Antiheldinnen, wie man es betrachten will, in ihren Romanen heißen Sheila Hitti oder heißt Sheila Hitti. Ist es vielleicht auch eine Strategie, sich unantastbar und unangreifbar zu machen, die Flucht nach vorn anzutreten und sich selbst zur Figur in Romanen zu machen oder zumindest der Figur den eigenen Namen zu geben? Empfinden Sie das eher als Schutz oder als Form? Welche Erfahrungen haben Sie auch gemacht? Kommt man Ihnen auf Lesungen sehr nah? Wie wird über Ihre Bücher gesprochen? Oder haben Sie das Gefühl, da ist sehr viel Respekt und diese Grenze zwischen Figur und Autorin wird auch sehr strikt gewahrt? Question of is this you, is this a character? I think now this
Das ist natürlich auch beim Lesen ein großer Reiz, dass man sich natürlich dann doch immer fragt, naja, was ist real, was ist fiktiv? Und man merkt ihnen aber auch den Spaß beim Schreiben und beim Changieren jenseits und diesseits der Grenze total an. Und was sie gesagt haben, das stimmt auch, dass das inzwischen eine Gattung ist oder eine Spielart der Literatur, die Autofiktion, die durchaus bekannter ist. Das habe ich selber auch erfahren. Ich habe ja auch über eine Frau mit meinem Namen geschrieben und da hieß es immer, ach ja, das ist wie bei Sheila Heti. Also, das meinte ich auch mit mir. Also es ist leichter geworden tatsächlich dadurch, dass es vergleichbare Bücher gibt und man muss ja auch gar nicht immer denken, man müsste das Rad neu erfinden oder so, sondern man hat ja automatisch etwas Eigenes beizutragen, immer, wenn man seine Wahrheit schreibt. Gut, ich habe jetzt gesehen, wir kommen schon bald leider zum Ende, daher würde ich jetzt mal öffnen, falls es Fragen aus dem Publikum gibt. Sie haben gehört, Sie können gerne hier vorne ins Mikrofon treten und Ihre Fragen auch auf Deutsch stellen, wenn es denn welche gibt. Hätte jemand eine Frage? Im Chat haben wir keine Fragen. Wenn noch keine Fragen ist, kannst du auch einfach noch 5 Minuten weitermachen. Und ja. Dann es wird ja auch übersetzt. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Gab es eine Frage oder würde ich noch eine stellen? Nö, ist nichts gekommen. Ich glaube, das Gespräch ist auch so dicht. Mach gerne noch mal weiter. Genau, dann würde ich eine letzte Frage noch stellen. Auch noch mal zum Thema Autofiktion. Ich verstehe total den Reiz, so zu schreiben und das Spielerische, das darin auch liegt und die Möglichkeit, sich selbst zu verkleiden. Aber worüber ich mir eben auch immer Gedanken gemacht habe bei diesen Schreibweisen und womit man immer wieder konfrontiert ist, welches Risiko geht man damit auch ein, verletzt und verletzend zu werden. Also ein Stichwort, das Sie gebraucht haben, ist ja auch Verrat. Wie gehen Sie damit um oder was denken Sie, welche Verantwortung Sie übernehmen, weil Sie auch gesagt haben, Sie haben zum Beispiel die Namen Ihrer Freunde verwendet oder denken Sie in dem Moment, wo man sich selber am stärksten überzeichnet und am wenigsten ernst nimmt, ist man auf der sicheren Seite oder wie waren da auch Reaktionen? Gibt es da Schwierigkeiten auch mit dem autofiktionalen Schreiben? Failure as an artist, you know, I
Das klingt sehr schön, auch als Teil so eines spielerischen Kollektivs mit verschiedenen Ausdrucksformen ähnliche Spielarten zu erproben. Da beneide ich Sie ein bisschen drum, aber ansonsten teile ich die Erfahrungen. Ich habe ganz ähnliche gemacht, auch dass man sein Umfeld gar nicht unterschätzen sollte, wie viel es doch versteht. Und ich habe tatsächlich auch Textpassagen anderen vorgelegt, die sich vielleicht wiedererkannten und war dann total überrascht, was die mir alles durchgehen ließen und welche Kleinigkeiten sie dann auf einmal ändern wollten, wo ich nie drauf gekommen wäre, dass sie sich daran stören. Aber genau, ich glaube, das ist der einzige Weg, wie man damit umgehen kann. Ja, ja. Ich glaube, wir kommen langsam. Hallo, es gibt jetzt doch noch Fragen aus dem Chat. Der Raum ist so groß, dass die Fragen da hinten praktisch sind, wir die erstmal hier rüber transportieren mussten. Und zwar wird gefragt, ja, ich glaube, ich komme mal einfach, also es wird jetzt, ich komme mal so hier hin, damit man, ich habe die Fragen hier im Laptop. A question for Sheila Hethi. How would you speak about development in your own work, about development in your writing and in your thinking about writing? Alles klar, also das war ja die Frage. Vielen Dank. Ich würde sagen, möchtest du noch was sagen, Isabel? Ich würde mich gern noch bedanken, einfach. Sheila Hethi, das war wahnsinnig interessant und ich freue mich sehr, dass das so ein offenes Gespräch geworden ist, dass es so lebendig geworden ist, obwohl wir diese mediale Vermittlung hatten, dass sogar im Chat noch Fragen dazugekommen sind oder diese eine immerhin. Nein, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich glaube, es war für uns alle eine ganz große Bereicherung, diesen Vortrag zu hören, der so viel enthält, was hoffentlich, doch diese Frage könnte ich noch stellen, was hoffentlich auch im nächsten Buch wieder eine Rolle spielen wird. Wie sieht es denn aus? Wissen Sie schon, was als nächstes kommt? Die übliche Frage zum Schluss. Und wann wir uns auf irgendetwas freuen können wieder? Oder brauchen Sie noch, bis sich wieder was verändern darf in Ihrem Leben? Es kann ja auch sein, dass man das ein bisschen rauszögern will irgendwann.
Technik. Okay, da. Wir hören Sie immer noch, Sheila, aber wir sehen Sie nicht mehr. Ah, jetzt sind Sie wieder da. Ja. Okay. Das kann ja auch ein sehr bereichernder Zustand sein, auch wenn man ihn manchmal währenddessen nicht so gut aushält. Aber wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles Gute. Das ist zwischen zwei Büchern. Thank you so much for your wonderful questions. Thank you. Dankeschön. Thank you for your answers. Vielen Dank für Ihre wunderbaren Antworten. ja, und das ist schön zu hören, dass bald was Neues kommt. Ich glaube, wir freuen uns alle darauf. Und ich kann Ihnen nur noch mal ganz herzlich danken und auch an das Publikum. Es war ein wirklich schöner Abend. Vielen Dank, Sheila Hittich.